Hallo. Ich merke schon, das wird die beste Anmoderation ever. Ja, willkommen Oh Mann, ey. zu Factorio. Ich dachte, ich ziehe halt mal, ich mache hier heute hier mal künstliche Folgen. Bebaumung. Ah, ich komme nicht raus. Was ist denn da für eine Welt generiert? What the fuck? Ich glaube, wir müssen erstmal Baumfäller Joe spielen, um überhaupt Da, rauszukommen. da, mit ihr raus! Ah! Freiheit! Yay, ich bin raus hier! Hilfe! Hilfe! Angriff der Killerbäume! Ah! Ich komme dich retten, Johnny! Wo the fuck ist Johnny? Ja, Freiheit! So, das war's mit der ersten Folge. Bye, tschüss! Erste Folge einfach nur so Befreiung aus dem Scheißwald. Wow, ich habe 8 Eisenplatten. Doch so viel. Ja, ist gut jetzt. Na, es kann ganz gut klatschen, ich weiß. Ich bin voll Ich stolz auf meine Klatsch-Skills. schau mal, wir haben hier Kohle, Stein, Wir haben Eisen ja alles. und Kupfer. Wir haben sogar drei verschiedene Anbaumethoden für Öl, also. Läuft bei uns. Ja, auf jeden Fall. Ach so, ja. Ich stelle mein komisches Kadünga-Dünga erstmal aufs Eisenfeld. Mein komisches Abbau Schmalinka. Ich glaube für eine Kiste, genau. Erstmal Holz. Ich bin Baumfäller Joe. Ich fälle Bäume, weil ich es kann. Das hättest du wohl gern. Du wünschst dir, du könntest es, aber in Wahrheit kannst du es nicht. Genauso wie du in No Man's Sky nicht von deinem Planeten loskommst. Ich kann ja nichts dafür. Wenigstens habe ich was auf meinem Planeten, im Gegensatz zu dir. Hey, ich habe ganz viel Plutonium. Wow. Glückwunsch. Hey, mir geht nie der Sprit aus, ja. Mir auch nicht. Doch, du kannst nicht mit Gold tanken. Doch. Nee, kannst du nicht. Das würdest du zwar gerne, kannst du aber nicht. Sicher? Relativ, ja. Der läuft einfach nur dämlich rum, während ich Holz hacke. Was machst du überhaupt? Na, wie du gerade sagtest, dem nicht rumlaufen, was sonst? Ich mach, was ich am besten kann. Das ist nichts Neues. Warum tust du dann so, als würde es dich wundern? Komm mal klar, was ist los bei dir? Echt mal, komm mal klar. Wo ist Aber denn das echt, Komma? ey, was los da, ey? Hat überhaupt gelesen? Wo hast du das Ja. Komma versteckt, Kumpel? Wo hast du das Komma versteckt? Ey, komm mal her. Ah! Gott, war der schlecht. Oh Gott. Ich gehe mich in der Toilette ein. Der Witz war zu schlecht. Oh, Alter, war der mies. Ich mach Eibe-Konkurrenz. War der mies. Ich fange echt an, Eibe hier Konkurrenz zu machen, ey. Ich weiß ja nicht, ob man Albe noch einholen kann. Du merkst ja, ich bin auf dem besten Wege. Ich mache schon Witze mit Kommas. Behold my nicht witzige Power. Jetzt weißt du, was hier abläuft, ne? Ja. Fürchte mich. Auf jeden Fall. Ich fürchte mich vor Kommas. Du sollst aber mich fürchten. Mich, weil mächtig und stark und Mächtig und mächtig. stark.
Ja. Wo denn? Na genau da. Ah ja. Genau da. Ich zeig grad mit der Maus drauf. Genau da. Genau da. Die erste Folge besteht nur aus Holzhacken. Naja, die ersten Factorio-Folgen sind halt... bis man ein bisschen Automatisierung hat, nenne ich mal... nicht ganz so spannend. Nicht ganz so spannend, das ist ja noch nett. Naja, eigentlich ist mir zuerst in den Sinn gekommen, kacken langweilig, dass jeder sich in der Toilette erhängen möchte und ein Napalmkaninchen in den Popo sterben möchte. Aber das wollte ich dann doch nicht sagen. Ich dachte, ich drück's dann lieber nicht aus. Das wäre doch deiner Napalm-Firma zugute gekommen. Ja, nee, ich wär ja keine Schleichwerbung. Ich möchte, dass die Leute Napalm kaufen, weil... ja, weil es Napalm ist. Ich meine, jeder braucht Napalm. Das Leben ist einfach besser mit Napalm. Ich meine, überleg mal, ja? Du willst einen Grill anmachen, hast keine Grillkohle und keinen Grillanzünder da. Zum Glück habe ich Napalm eingekauft. Ja, da brauchst du halt noch ein Streichholz. Würstchen extra kross, jetzt mit Napalm. Ich glaube, die sind danach nicht kross, die sind dann einfach nur ein Stück Kohle. Weißt du? Und dann, da die Würstchen dann Kohle sind, hast du Grillkohle. Aber keine Würstchen mehr. Aber du hast Grillkohle, damit du grillen kannst. Du hast zwar nichts mehr zum Grillen, aber du hast Grillkohle. Und ja, genau darum ging's. Nur darum. Ich sehe schon eine Marktlücke. Ja. Oh Mann. Oder ein Fehler meiner Marketingabteilung. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich bin mir ja nicht sicher, aber ich glaube, Ei beleitet die. Deswegen kauft doch keine Sau Napalm heutzutage. Ich glaube auch. Eibe ist schuld. Ja. Das unterschreibe ich ohne nachzudenken. Das mache ich aber eh grundlegend. Ah ne, Baumfäller. Irgendwas. Ich sehe schon kommen. Du reißt den ganzen Wald hier nieder. In der Zeit habe ich eine mega Fabrik gebaut, die einfach nur alles produziert und wir gar kein Holz mehr brauchen. Aber du hast dann den ganzen Wald gefällt, was toll ist. Ja, auf jeden Fall. Ich liebe ja die Anfänge von der Factorio, die sind so spannend. Oh Gott, stell dir mal vor, wir hätten den Hardcrafting-Mod noch drin. Da wäre ich wahrscheinlich nicht mal mehr zum Baumfällen gekommen. Naja, das schon. Aber anstatt die ersten 5 oder je nachdem wie langsam wir sind Folgen, wären es dann die ersten 50 Folgen, in denen absolut nichts passiert. Du sag mal, brauchst du ein paar Kisten? Also ich kann so 300 Kisten jetzt machen. Wie viele Kisten denkst du, dass ich zum Fulalala Ashimalalam aufstellen soll? Hey, ich hab das noch stylisch gerettet, ja. Es wusste niemand, was ich auch nur im Ansatz sagen wollte. Hoffe ich. Ich habe das stylisch gerettet. Ach cool, du hast ja nicht mal deinen zweiten Ofen. Ja, was denn? Also so kann ich nie arbeiten.
Ich habe mir gerade überlegt, okay, die Dinger stehen jetzt so. Wie benutze ich die jetzt am besten in der automatisierten Fabrik? Naja, gar nicht. Um Fließband zwischendrin zu bauen, stehen sie zu nah aneinander. Um irgendwie das Fließband nach außen rauszudrücken, stehen sie zu weit auseinander, zu weit zusammen. Ja. Ja. Toll. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kündige. Jetzt schon, wir haben den nicht mal angefangen. Egal, ich kündige. Warte mal, Greifarm, Fließband, Fließband, Greifarm. Dahin muss das Ding. Weißt du, das Spiel habe ich zuletzt vor Monaten wirklich mal richtig gespielt und gestartet gehabt. Also, ja, erklärt sich von selber. Oh Gott. Es kann interessant werden. Wieso habe ich mich nochmal entschieden, mit dir aufzunehmen? Ich bin mir sicher, das finde ich fähigere Leute. Kannst ja mit dem Ganzkörper-Penis-Eibe aufnehmen, wenn Ich bin zwar ein gestörter Vollidiot, der total in einer Waffel hat, aber ich habe meine Ehre. Dann ist ja gut. Also meine Würde möchte ich mir dann nach Möglichkeit doch ganz gerne behalten. Also wenn das genehm wäre, natürlich nur. Ach stimmt, das geht im Multiplayer nicht wegen Ping-Unterschied. Damn it! Ich Was hasse ein mein Pech. Leben. Ich hasse mein Leben. Da, stell davor mal eine Kiste hin. Wenn du eh so viele Kisten-Dingies hast. So ist brav. Ja, also ich kann noch 357 Kisten machen. Falls das nicht reichen sollte. Naja, du kannst ja schon mal anfangen, hier aus dem rechten Ofen das Eisen rauszunehmen und schon mal gucken, ob du irgendwie schon mal so ein Anfangsfließband hinflifflomst. Warte mal, ich mach mal kurz, ich zeig dir, wo die Fließbänder enden sollen. Also, hier sollen die Fließbänder von da unten dahin gehen, so. Achso, du willst das Ding da unten automatisch befeuern? Naja, Strom. Ja, schon klar. Ja, und dann sollen die Dinger halt noch oben und dann in die Öfen und dann wieder raus und dann in eine Kiste. Das war jetzt so mein Master Plan, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Okay. Alles nochmal weg. Ich habe alles falsch gebaut. Ich bin ein Vollprofi. Das ist immer toll. Ja. Naja, eigentlich nur die Strommasten, aber. Naja. Ja. Yay. Strom. Findest du, das reicht? Ein Heizkessel? Fürs erste Jahr. Also, später kannst du dann so rechnen. Ja, normalerweise ein Heizkessel, eine Dampfmaschine. Also ich weiß, wie ich das immer gebaut habe. Klär mich auf. Aber klär mich Naja. erst in der nächsten Folge auf. Ist schon zu Ende. Jap. Yep. Wir haben nichts erreicht. Oh, okay, wir haben Strom. Wir haben was erreicht. Also dann, danke fürs Zusehen. Tschüss. Ciao.